einmal ansehen. Bist du glücklich? Maßlos glücklich, Starin. Du hast auch ein richtiges Bräutigamsgesicht. Eigentlich könnten wir sofort zur Trauung gehen. Was? Jetzt um Mitternacht? Konstanz, ja. Ist was Schreckliches passiert. Was denn? Na, was denn, um Himmels Willen, Schwesterlein? Gott, Horst, das ist nichts für dich. Bitte geh, ja? Ja, kann ich nicht irgendwie... Ach, bitte geh, Horst. Ja, komm. Na, aber doch. Natürlich. Ja, was hast du denn? Mir ist mein Kleid am Rücken zerrissen. Komm, ich mach es dir mit meiner Brosche. Ja. Verzeihen Sie mir, Lady. Ja. Können Sie mir vielleicht sagen, wo Lord Baxter ist? Der ist drüben im Wintergarten. Vielen Dank. Mrs. Felton, mein herzlichen Glückwunsch. Danke. Die Lady bezaubernd wie immer. Als Anwalt Ihrer Gläubiger, Lord Baxter, ist es meine Pflicht, Ihnen zu sagen, dass unter Ihren Gästen verschiedene alarmierende Gerüchte kursieren. Soll es ein Verhör sein? Nein, nein, nein. Nur eine Frage. Ist es wirklich wahr, dass Ihre Braut, Mrs. Farrington, von Ihren finanziellen Schwierigkeiten keine Ahnung hat? Ich werde Mrs. Farrington selbstverständlich darüber aufklären. Sie schulden uns 50.000 Pfund, mein Lieber. Ich glaube kaum, dass eine Amerikanerin so töricht ist, Ihnen eine so große Summe zur Verfügung zu stellen, damit Sie diese Schulden bezahlen. Diese kleine, reizende Frau aus USA ist stolz darauf, Lady Baxter zu werden und würde auch gern 100.000 Pfund opfern. Meinen Sie? Ich werde es Ihnen sofort beweisen. Also dazu soll ich geheiratet werden. Nein, Constance, Horst liebt dich. Er liebt mich. Wie, das hast du ja eben gehört. Einen sauberen Bruder hast du. Oh, Constance, das ist aber schrecklich. Du kannst ja nichts dafür, Dorothy. Dich habe ich lieb. Komm, wir reisen ab. Sofort. Noch heute Nacht. Aber hör. Oh, Constance, bedenk doch den Skandal. Nein, nein, ich will ihn nicht mehr sehen. Dorothy, komm mit. Lass mich nicht allein. Hier seid ihr. Was ist denn? Was hat sie denn? Sie hat alles gehört, was du drüben mit Potter gesprochen hast. Ja, aber wieso? Sie heißt noch heute ab, sie will dich nicht mehr sehen. Das ist ja furchtbar. Dorothy, du musst mir helfen. Horst, ich werde dir Constance zurückbringen. Ich weiß, du hast sie lieb. Danke dir. Mir doch die Betty, diese dumme Gans, meine ganze Post mit eingepackt. Glückwunsch, Telegramme, Gratulationsschreiben. Ach, was soll ich jetzt damit noch? Ach, na, das ist aber interessant. Was denn? Du, ich finde da eben einen Brief aus St. Florian. Das ist bei St. Christoph. Da war ich im vergangenen Winter zum Wintersport. Du, da war ein Skilehrer. Ach ja, richtig. Das ist er. Hör mal zu, Dorothy, was der mir jetzt nach einem Jahr noch schreibt. Bitte. Geliebter Schatz, ich habe dich im vorigen Winter in St. Christoph gesehen und habe mich verliebt in dich ganz und gar. Ist das nicht süß? Süß? Frech ist das. Komm doch, komm, lieber Schatz, ins Winterparadies von St. Florian, denn ich hab dich so gern wie der Himmel seine Sterne. Und ich lieb dich so fest wie der Baum seine Äste. Damit du siehst, wie ich ausschaue, schicke ich dir mein Foto mit. In Ewigkeit Amen, dein Toni Annewander, Europameister im Sprung und Langlauf. Faszinierend, naiv. Du, da steht noch was. Und mein Herzensschatz, bitte bringe 5.000 Dollar mit, dann bauen wir eine pfundige Bobbahn. Du, ich weiß jetzt, wohin wir fahren. Wir fahren nach St. Florian. Nein. Gute Nacht. Nacht. Ein dringendes Telegramm nach London. Wird sofort erledigt. Es ist 4 Uhr morgens. Gehen wir nach Hause, Baxter. Nein, ich möchte noch etwas trinken. Eine Flasche Pommery, die letzte. Es wird die erste Flasche sein, die Sie selber zahlen müssen. Nach dieser Katastrophe. Hoffentlich hat niemand etwas bemerkt. Nein, nein, kein Mensch. Morgen wird ganz London davon reden. Wie? Ein Telegramm für euer Lordschaft. Eine freudige Nachricht über den kurzen Weg.
entsetzlich. Der Fall scheint meiner Braut nicht sehr nahe gegangen zu sein. Konstanz hat sich in einen Skilehrer verliebt. Schicke mir sofort einen Mann nach St. Florian bei St. Christoph Doherty. Potscher, Sie müssen mir helfen. Das heißt, Sie brauchen wieder Geld? Natürlich. Ich selbst kann nicht nach St. Florian reisen, denn meine Braut will mich ja nicht mehr sehen. Aber da draußen in Hempstead, da wohnt mein früherer Kammerdiener Jack. Was hat denn der Kammerdiener mit dieser Sache zu tun? Jack ist ein Genie. So oft ich auch im Leben Pech hatte, er hat immer einen Ausweg gewusst. Mich so irritiert. Ich kann beim besten Willen nicht einschlafen. Du bist ja verrückt. Na, du hast dir ja noch nicht einmal sein Bild angesehen. Hier, guck mal. Wie findest du es? Nicht sehr sympathisch. Na, schau dir doch bloß mal diesen schönen männlichen Mund an. Der kann einer Frau sicherlich nur zärtliche Worte sagen. Mist, wie ihr verflucht seid! Alle werden morgen solche Dummheiten und ich kann sie noch erholen hier. Himmel, Teufel, wenn sie sich noch mal versteigen! Na, schmeißen Sie die weg, Nobi! Lass Sie im Schnee der Sau! Schreien Sie nicht so, Sie Nocken haben! Hilf Sie fest! Bitte! Aufpassen! Aufpassen! Das haben Sie mit Absicht gemacht! Ja! Warum? Damit Sie nicht glauben, es sei mir ein Vergnügen, Sie auf meinen Buckel ins Dorlowitz trauen. Sie sind so grob zu mir. In Ihren Briefen waren Sie viel freundlicher. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass ich Ihnen überhaupt noch nie einen Brief geschrieben habe. Komm doch ins Winterparadies nach St. Florian. Denn ich hab dich so gern wie der Himmel seine Sterne. Und ich lieb dich so fest, wie der Baum seine Äste. Das passt es. Ja. Damit du siehst, wie ich ausschau, lege ich ein Foto von mir bei. In Ewigkeit Amen, dein Toni Panavanta. Auf die großartige Idee, Liebesbrief als Werbeschriften zu versenden, ist nicht mal mein früherer Chef in Heringsdorf gekommen. Ein Respekt, Herr Vierdinger. Ihr habt Sie von der Ostsee nicht hierher kommen lassen, dass Sie mich bewundern. Chance, dass die Brief zur Post kommt, wenn uns der Toni draufkommt, das gibt einen Saukrach. Die Hosen hat sich zerrissen. Sei so gut, flick hier's, ne? So, wo ist der Schaden? Ach, das kann ich Ihnen nicht gut zeigen. Aber, Herr Jolli! Ja, Mensch, der Jolli? Bye, bye. Gehen Sie da rein, ich komme gleich nach, ne? Da rechts, ja. Anni, gibt's was Neues wegen der Puppen? Ja, 6 Damen haben jede 10 Dollar gezeichnet. Ich hab's aber nicht genommen. Warum denn nicht? Du weißt ja, wie mir die Puppen am Herzen liegt. St. Florian muss endlich mal was geschehen. So können wir auch nicht weiter, nicht? Ein anständiger Bursch nimmt kein Geld von Weiberleuten. Ja. Gekauft haben sie übrigens auch fast nichts. Die kommen ja alle nur, um dich anzugaffen. Ja. Am besten ist, du stellst dich gleich selber ins Schaufenster. Ja, und du gehst aus auf die Idiotenwiesen und leidest meinen Skikurs. So machen wir's jetzt, nicht? Ach, geh was. Und die Dame wünscht? Hier bin ich, my dear. Schön, freut mich, dass du da sein. Grüß Gott. How do you do? Die Lady wünscht sich wohl, in meinen Skikurs einschreiben zu lassen, was? Das auch. Ja, und was soll es sonst sein? Ski oder Schuh oder ein schönen Rucksack, nicht? Oder, warten Sie mal. Schöne Wollsachen. Sehr elegante Muster jetzt aus Wien. Erkennen Sie mich denn nicht mehr, Toni? Natürlich, wir haben uns schon irgendwann mal gesehen, ja. Ja, im vergangenen Winter in St. Christoph. In St. Christoph war es, ja. Da hätte ich noch was sehr Apartes. Sehen Sie die jetzt so beliebten Tiroler Hütchen, schauen Sie. Wollen Sie probieren? Sehr schick, wissen Sie es. Möglich, aber ich bin nicht hergekommen, um
Hütchen zu probieren, Toni. Na, vielleicht eine Skihose, ne? Eine sehr schneidige Keilform, die machen wir her. Keilform, Keilform habe ich im vergangenen Winter getragen. Erinnern Sie sich denn nicht mehr daran, Toni? So, die Hose ist wieder ganz. Danke Ihnen, dass Sie mir das Leben gerettet haben, lieber Toni. Der Herr Dollrieb hat Ihnen meine Meinung schon oben gesagt. Gehen Sie lieber in die Bar und lassen Sie sich einen heißen Kamillentee gehen, damit Sie sich nicht verkehren. Ja, möchten die Damen nicht unten Platz nehmen, auf die Sesseln? Oh, ich sitze hier sehr bequem, lieber Toni. Oh, ich auch. Na, nichts mehr. Geben Sie mir eine Tube norwegisches Streichwachs. Was? Norwegisches Streichwachs. Streichwachs. Steigwachs heißt das, Ursel, und kann nicht einmal auf Wachs bestellen. Verzeihen Sie, Herr Annewander hat Ihnen das Leben gerettet? Mhm. Auf seinen Armen hat er mich ins Tal getragen. Gefällt Ihnen dieses Bild von ihm? Ich kenne es. Interessanter Mann. Interessant? Faszinierend. Die den einmal kriegt, die muss aber glücklich sein. Noch glücklicher ist aber die, die ihn schon hat. So, da war Steigwachs, nicht? Danke, Toni. Steigwachs heißt das, ja. Ja, was wollte ich denn noch? Nichts mehr. Das bestellen Sie dann telefonisch, nicht? Bitte. Ich will nicht länger stören. Ach, jetzt verstehe ich erst Ihre Zurückhaltung. Sie war nebenan und hat gehorcht. Nicht? Ach, na, doch nicht auf uns. Ach, Toni. Aber jetzt sind wir endlich allein. Toni, mach Geschäftsschluss. Es ist Feierabend. Einen Augenblick, meine Dame. Ich habe noch einige Wünsche. Toni, ach bitte, packen Sie mir doch 5 von den Tiroler Hütchen ein, ja? Und dann möchte ich auch 6 Paar Socken, ja. Und 6 Paar Fäustel, bitte. Und dann diese Hikurishi, ja, die will ich auch haben. Und vielleicht den kleinen Schlitten da, Toni, ja, den holen Sie mir mal auch runter. Nein, ich will aber den haben, Toni. Ist doch ganz der gleiche. Ja, ich will aber den anderen haben. So, und dann ein paar Skistöcke, ja? Ja, gut. Acht von den Kappen. Das weiße Kostüm. Ist da? Ja, das mit den Herzchen. Entschuldigen Sie. Und dann 3 von diesen Taschen. Die? So. Aha. Mal alles. Und, ach, diese Hose hier, die will ich auch haben. Die? Die ist aber für Ihren Herrn. Oh, na dann nicht. Sagen Sie mal, Toni, wer war eigentlich die Dame? Hat die hier was zu sagen? Oh, sehr viel. Das ist meine Schwester. Na, die scheint ja jetzt auch gegangen zu sein. Ich habe mir unser Wiedersehen eigentlich ganz anders vorgestellt. Bitte schön. Toni. Wollen Sie vielleicht noch ein paar Steigeisen hätte ich da, Stubayer? Sagen Sie mal, bin ich vielleicht nicht deutlich genug? Ja, wieso denn? Sie scheinen wohl mehr fürs Schriftliche zu sein. Oh, je nach Wunsch, wir machen sehr viel Geschäft auch per Post. Wissen Sie was? Bringen Sie mir den ganzen Kram da ins Hotel, ja? Aber persönlich. Doch, da sind die Sachen für die Mrs. Ferry. Die wohnt ja bei dir. Ja, du sollst hier die Sachen selber aufs Zimmer nachbringen. Ich denke ja gar nicht dran. Du, das ist doch vielleicht der Funzen, der ist gestern die 2 Stunden. Die will doch mit dir reden, wegen einer Skitour auf Silberhorn, hat's gesagt. Na, leid schon wieder. Hallo, bitte. Ist Herr Annewander noch nicht da? Du, sie fragt, ob du schon da bist. Doch nichts. Mach das auf ihm. Ha, es kann dein Glück sein. Er ist schon unterwegs, gnädige Frau. Du bist auch. Jawohl. Und dann schicken Sie noch ein derbes Frühstück mit herauf, wie es die Skilehrer hier gern essen. Dornis. Jawohl, jawohl, gnädige Frau. Man muss die Bestien gut füttern. Oh, du kannst sie doch unmöglich so empfangen. Nur so. Ich bin gespannt, wie so ein primitiver Mensch auf Leona Seide reagiert. Schämst du dich denn gar nicht? Ach, ich werde mich schon schämen, aber erst dann, wenn es misslingt. Ja? Bitte? So, da bringe ich die. Oh, entschuldigen Sie. Also,
Also das ist mir noch nie passiert. Jetzt hast du gesehen, wie so ein primitiver Mensch auf deine Lyoner Seide reagiert. Dorothy, bitte lauf ihm sofort nach und sag ihm, dass ich ihn unbedingt sprechen möchte. Wir haben Ihnen alles noch hergestellt, nicht? Grüß Gott, Lady. Meister, meldige Hossans, dass der Skikurs angetreten ist. 32 Weiberleute. 12 Mannerleute. 1 Sanitätsmann. Dankeschön. Das war wieder ein schöner Viechshaufen, wie es daher gekommen seid. Gesungen habt ihr wie die Katzen beim Vollmond. Und sie heilschreien habt ihr auch noch nicht gelernt. Aber am Abend, in der Bar, tanzen mit den Burschen. Das kennt's, Brettelhexen, verfluchte. Die Mann drum auch wieder ihre Brustkasten daheim gelassen. So, wir marschieren jetzt auf die Idiotenwiesen. Aufpassen! 1, 2, 3! Schihei, Schihei, wie ist die Welt so schön? Den Seelenwensch von oben sind das Beste. Schihei, Schihei, mit Taler an der Tour. Wir nehmen aus der Stube viel zur Bergnatur. Auf Gipfelgraben, mit Kameraden, der Sonne näher, als sonst zu schnell. Gut bekommen? Na ja, aber heute komme ich in einer sehr peinlichen Angelegenheit, Herr Fürtinger. Gegen den Skilehrer, den Anewandter, da liegen verschiedene Anzeigen bei mir vor. Er soll sich in sittlicher Beziehung gegen unsere weiblichen Wintersportgäste nicht ganz einwandfrei benehmen. Okay, Amtsrichter, der Anewandter, das ist ja gut. Na, also wenn er kommt, dann schicken Sie ihn zu mir, ich speise drüben in der Bar. Das ist recht, Herr Amtsrichter. Oh, Herr Tat und Mr. Tony. What is it? Miss Janet, no doubt. Hat er wieder was mit dem Arne Wander? Und Toni, sein Skikurs soll's nicht sittlich zugehen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Aufpassen auf den Hilfsskilehrer. So macht man einen Christiania. Du, da kommt eine neue. Bruderhosen, abfahren, fahren, fahren da oben. Weich in die Knie, hab ich gesagt. Weicher in die Knie. Was ist denn jetzt? Vorlegs, nächste. Vorlage, Vorlage. Natürlich am hinteren Softladen. Ganz weiter. Nächste, los. Gut. Wann ist sie da? Skifahren. Dann gehen Sie zu den Anfängerinnen. Ich bin keine Anfängerin mehr. Marlena, schau mal, was die Dame kann. Bei der Vorlage, Schäbenhonig, gar nichts ist es, schau's nicht so dumm. Bei der Vorlage habe ich schon 10-mal gesagt, da passt gar nichts. Vorlage, was machen denn Sie schon wieder da? Da hinten können wir zu wenig. So, aber das können die dort bestimmt auch. Nächste, los, vorwärts. Jetzt will ich aufhelfen? Nein. Zuerst müssen Sie lernen, selber aufzustehen, dann helfe ich Ihnen. Vorwärts, nächste. Kommt daher wie ein alter Gorsbuck. Gar nichts ist. Etwas mehr Höflichkeit könnte Ihnen auch nicht schaden.
Dazu habe ich jetzt leider keine Zeit. Haben Sie den? Frieren Sie? Dr. Sacripanti aus Neapel. Meine Villa steht am Vesuv. Und hier ist es so kalt, so kalt. Sie sind dann hierher gekommen. Warum? Warum? Der Mann hat geschrieben einen Brief an meine Frau. Und ich muss ihm eine Ohrfeige geben. Sie gestürzt, kann uns das Knick dabei brechen. Dann bitte springen Sie doch mal. Ah, Sie sind es schon wieder. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Ich habe ganz privat mit Ihnen zu sprechen. Privat? Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich keine Zeit habe. Sie werden sich eben Zeit nehmen, dafür werden Sie doch bezahlt. Mir scheint, Sie spinnen. Legen Sie ein bisschen Pulverschnee auf den Kopf, dann wird es gleich wieder gut. Hm? Unverschämtheit. Sie sind es schon wieder. Was in drei Teufelsnamen wollen Sie denn eigentlich von mir, hä? So eine Viecherei mitten in Aufsprung von eingefallen. Na. Verzeihen Sie. Ich wollte Ihnen zuschauen und bin dann ausgeglitten. Ja. Ist was passiert? Na, na. Aber das eine sage ich Ihnen. Wenn ich Sie nur einmal auf der Sprungschanze sehe, dann wäre ich aber saugrob. Da sind Sie ohnehin schon. So sprich kein Gentleman mit einem hilflosen Mädchen. Stehen Sie auf, Sie Jursel. Ich möchte gerne ein Zimmer haben. Wir haben nur noch ein ganz kleines oben in der Mansarde. Mansarde? Na ja, daran bin ich ja gewöhnt. Das möchte ich haben. Ihr Name bitte? Lord Fuzzlebury. Verzeihung, ist die Dame da hinten Lady Farrington aus Chicago? Jawohl, Milord. Bitte geben Sie diesen Brief Herrn Annewandte. Es handelt sich wohl um die Tour, die Milady machen wollen. Ja, ich möchte Herrn Annewandte als Führer auf das Silberhorn engagieren. Milady! Jack! Jawohl, Milady, ich.
Ich gebe mich hier auf Wunsch seiner Lordschaft als Lord Fusselberry aus. Was? Wieso? Ich bin der gewünschte Mann. Ich bin der Beste, den seine Lordschaft zur Verfügung hatte. Ich bin über alles genau informiert. Gut, Jack. Jetzt hat sich der Kind eine neue Bindung, nicht? Gold, ja. Ja. Grüß dich. Ich erkläre Ihnen die Situation später. Kommen Sie an den Sonnenbad. Servus, Hennigsdorfer. Ist was Neues? Jawohl. Ein Brief für dich von der Mrs. Farrington. Schau. Ich bin ja die Ursel, was? Ich lade mich zum Abendessen ein, halt, ah, weißt du? Aber sag, ich hab keine Zeit mit dem Hund. Gut, gut, ja. Du, wo ist denn die Engländerin hingegangen? Die, gerade raus? Die Lady Baxter. Wie heißt die? Baxter. Baxter, ja, wo ist denn die? Die liegt da draußen im Sonnenbad. Geh noch ruhig raus. Ich, im Sonnenbad? Ja. Nein, mein Lieber, da sind wir zu viel Leid. Grüß die Vierdinger. Wissen Sie alles? Jawohl, Milady. Der Brief dieses sauberen Skilehrers zeigt ganz deutlich, dass er nur auf das Geld von Mrs. Farrington jagt. Auf nichts anderes. Und das Gefährlichste ist, dass sie morgen mit ihm eine Tour machen will. Na, das werden wir auf jeden Fall verhindern. Hallo, Dorothy. Hallo. Constance kommt. Fragen Sie nicht auf der Rolle, Jack. Na, wie war's im Skikurs? Danke, wundervoll. Darf ich dir Lord Fusselberry vorstellen aus Südafrika? Ein guter Freund unseres Hauses. Er sieht ja wie ein Zebra aus. Hula, lady, 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 how do you do? How do you do? How do you do? Hula, lady, 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 how do you do? How do you do? Hula, lady, 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 how do you do? How do you do? Geniert es Sie wirklich nicht, mit einem Zebra so am Tisch zu sitzen? Im Gegenteil, Milord. Ich liebe Zebras. Ich habe mir sogar eins als Haustier gehalten. Prost. Prost. Haben Sie reizend gesagt. Entschuldigen Sie, der Herr Hanewander lässt sagen, dass er die Einladung von Milady leider nicht annehmen kann. Wieso nicht? Er ist etwas unfestlich. Na, dann wünsche ich ihm gute Besserung. Jetzt ausrichten. Ja. Ich auch. Ich hatte mir nämlich meinen Skilehrer eingeladen. Und Dorothy. Begraben, die Kameraden, es soll die Leben.
Na, darf ich mir ein bisschen zu Ihnen herhocken? Ob Sie gestatten, dass ich mir einen Moment zu Ihnen her sitze? Natürlich, es freut mich, bitteschön. Dankeschön. So, und jetzt tun wir halt, als ob wir uns schon lange kennen hatten, nicht? Ja. Und Sie sind ja zusammen von der Sprungschanze gefallen. Ja, ja. Oh, pardon. Oh, jetzt kommt weg, madame! Hast du die Wunde hier an der Wand? Excuse me. Ja, excuse me, gell? Pardon. Ja. Kommen Sie jeden Abend hierher? Ich? Na, wissen Sie, ich hab's nicht gern, wenn die Madel, mit dem ich den ganzen Tag blagen muss, dann bis tief in der Nacht in der Bar herumsitzen, anstatt schlafen zu gehen. Vollkommen recht. Ja, und das gefällt mir an Ihnen, dass Sie so ganz anders sein wie die anderen. Wahrscheinlich genauso. Nein, nein, das sind Sie eben nicht. Und deswegen bitte Sie einmal, mir zu tanzen. Gern. Tanzen Sie denn so gern? Das war doch mein Beruf. Ich habe vor meiner Ehe als Girl am Broadway getanzt. Als Girl? Hm? Als richtiges Girl? Ja. Ach, das bringt mich Ihnen bedeutend näher. Wieso? Kellner, Stimmung, eine Flasche Sekt auf meine Rechnung. Eine halbe. Was? Trinken wir! Kommen Sie! Sinnlos! Wo ist mein Bruder? Ist er hier? Ja, er tanzt drüben in der Bar. Was, der tanzt? Jetzt tanzt er sogar mit ihr. Mit mir hat er noch nie getanzt. In zwei Stunden wird er nicht mehr tanzen. Wie er sie an sich drückt. Ja. Dann gehen Sie sofort zu den beiden hin und holen mir den Skilehrer hier an diesen Tisch. Ich werde jetzt schlafen gehen. Ach, bleibst du noch ein bisschen da, liebe Arge. Ich habe nämlich heute Nacht Bereitschaft im alpinen Rettungsdienst. Was ist denn das? Ja, die Hauptarbeit dabei ist, dass ich die jungen Damen aus meinem Skikurs, wenn sie sich oben versteigen und dann um Hilfe schreien, auf meinen Buckel wieder ins Tal liefern kann. Das ist aber interessant. Sagen Sie, und da müssen Sie immer hinauf? Freilich, das heißt, wenn ich dir einstall, nicht? Aber hoffentlich passiert halt noch nichts, dass ich meine Ruhe habe. Prost. Aber das ist doch ausgeschlossen gewesen. Dann hole ich ihn mir selbst. Na, Sie sind mir ja ein feiner Herr. Ich lade Sie zum Dinner ein, Sie sagen mir ab und dann flirten Sie hier mit meiner Freundin. Und wissen Sie, was Sie sind? Ach, Sie sind ja ein solcher. Im Moment fällt es mir nicht ein, aber genau das sind Sie. Solche Leute wie Sie, die werden bei uns in den USA eingesperrt. Ins Zuchthaus stecken müsste man sie. Aber es geht auch so. Jetzt machen Sie aber am Punkt und geht schlafen. Ne? Ach, ich denke ja nicht daran. Also wieder mal ein Skandal mit Ihnen als Mittelpunkt, Herr Anewandter. Herr Amtsrichter, das mache ich mal schon selber aus. Seine Schülerin von mir. So, und jetzt geht's schlafen, ne? Jetzt erst recht nicht. Aber Sie können noch ein Glas. Konstanz! Eine Moment! Prost, Herr Fierdinger. Oh, 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 lass mir was für ihn ein! Sie Unverschämter! So, und jetzt schlafen Sie gut.
Und morgen pünktlich um 9 Uhr melden Sie sich in meinen Skikurs. Verstanden? Toni, du gehst jetzt sofort nach Haus. Ja, also nichts für ungut. Gute Nacht. Damit die Dame weiß, mein Bruder ist Europameister in Sprung und Langlauf und kein Saisongockel. Wer? Entschuldigung, Smilly. Entschuldigung, ich bin außer mir über den Anwander. Da haben Sie auch allen Grund dazu. Was kostet es, wenn Herr Anwander seinen Skikurs aufgibt und für die ganze Saison mein Sportlehrer bleibt? Ich will ihn unbedingt für mich allein haben. Ja, das könnte ich schon machen, wenn Milady keine Kosten scheut. Ich gebe 5.000 Dollar für die Bobbahn, die er so gern haben will. Für die Bobbahn, ja, Herrgott, sag ja, das war ja schon immer sein Herzenswunsch. Na, tut er alles. Hier ist der Scheck, Quittung geben Sie mir morgen. Danke, Christian, tausend Dank. Halt, und dann noch eins. Bestellen Sie bitte Herrn Anwander, er möchte morgen früh um 5 sich bereithalten, mit mir eine Tour auf das Silberhorn zu machen. Er wird da sein, 5.000 Dollar. Er wird bestimmt da sein. Nochmals besten Dank, Christian. So, jetzt haben wir da. Soll ich eine Feier machen? Nein, das mache ich mir schon selbst. Ich erwarte noch jemanden. Bitte? Dankeschön. Gute Rettungsdienst. Du, du musst raus bei den Schnee hängen, oberhalb St. Christoph sein Notsignale zu hören. Wo? Mein Gott, bei der Haucherhütten. Ja. Na, mitten in der Nacht da. Ja, schon, leckst mir am Marsch. Weiberleid, verfluchte Brettelhexen, die wollen wenn sollen wir sie da schmeißen, den Luder. Thank you.
Die Tür ist ja ganz warm. Stefan? Na? Ganz warm. Ach. So was habe ich auch noch nie erlebt. Mir scheint, Sie haben sich einen Witz mit mir gemacht. Was? Und die Depp rennt mitten in der Nacht auf. Aber Sie sind doch der alpine Rettungsdienst. Wie kommen denn Sie überhaupt daher? Eine Mondscheinparty machen. Haben Sie gerade ausgerechnet die Nacht ausgesucht, in der ich habe, was? Trinken Sie nicht so viel. Ich habe einen Zorn. Und wenn ich einen Zorn habe, muss ich saufen. Nun heute habe ich einen Viechzorn. Geht schlafen, damit ich Sie nicht mehr sehe. Wo ist das Zimmer, in dem ich schlafen kann? Zimmer, Zimmer. Laut Hüttenordnung darf im Winter nur die Küche als allgemeiner Schlafraum benutzt werden. Da legen Sie sich nieder. Sehen Sie schlafen, nicht? Und wo werden Sie schlafen? Wie? Das werden Sie nachher schon sehen. Ich ersuche Sie höflichst, jetzt schlafen zu gehen, damit Sie morgen zur Abfahrt frisch sind. Nein. Ich will sofort ins Tal hinunter. Damit wir beide unter aller Wind kommen und hin sein. Das ist mir einerlei, ich bleibe nicht hier. Sie ist nicht das erste Madel, mit der ihr von der Hütte übernachtet. Wo ist denn hin? Fort! Seid verrückt bei dem Schneesturm. Vor dem Schneesturm fürchte ich mich nicht. Aber vor mir, was? So, mir kommen Sie nicht aus. Ich werde um Hilfe schreien. Da werden Sie aber diesmal kein Glück kommen, weil der ranzige Schafskopf von St. Florian schon da herum ist. Ich werde die ganze Nacht kein Auge schließen. Aber bleiben Sie wach, ich lege mich nieder. Und morgen schmeiße ich aus meinem Skikurs hinaus. Der Barmix ist doch auch müde. Gehen Sie doch schlafen. Ja, aber lieben Sie mich? Nein, nein, nein. Oh, oh. Aroma! Bitte. Guten Morgen. Hallo, Portier. Guten Morgen. Hey, Sie. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist Herr Annewander schon da? Herr Annewander? Ja, der kommt überhaupt nicht heute. Wieso? Der führt mich doch jetzt auf Silberhorn. Tja, das wird nicht gut möglich sein. Warum? Er ist alarmiert worden, eine Dame vom Berg herunterzuholen, die sich verstiegen hat. Was? Und deshalb lässt er mich hier sitzen? Sagen Sie mal, wer ist eigentlich diese verstiegene Dame? Lady Baxter. So, Miss Baxter. Ja, wenn sie noch lebt, dann wird sie wahrscheinlich jetzt mit ihm auf der Raucherhütte sein. Na, dann weiß ich ja Bescheid. Wecken Sie sofort Lord Fuzzlebury. Jawohl. Thank you.
morgen. Morgen. Was haben Sie da? Eine Schneerose. Das ist was sehr Seltenes um diese Zeit. Sie wollten doch mit Mrs. Sherrington auf das Silberhorn gehen. Wollen Sie die Tour nicht mit mir machen? Mit jeder anderen, aber nicht mit Ihnen. Warum nicht? Ich gehe nicht mit jemandem auf den Berg, der sich aus der Gefahr und dummen Spaß macht wie Sie gestern Abend. Sie sind ein Grobian. Sie haben keine Manieren, keinen Takt, kein Gefühl und auch kein Herz. Gehen Sie, schicken Sie mir einen anderen Führer herauf, der sich anständiger benimmt als Sie. So gehen Sie doch! Weinen Sie nicht. Damit erreichen Sie bei mir gar nichts. Reden wir doch mal vernünftig miteinander. 5000 Dollar kann ich Ihnen nicht geben. Ich bin nicht so reich wie meine Freundin, aber hier. Hier, ich gebe Ihnen 2 Pfund, wenn Sie mich auf den Gipfel führen. Mir scheint, Sie gehen wirklich gern auf die Berge, was? Ja, sehr gern. Also gut. Ich führe Sie aufs Silberhorn. Packen Sie Ihre Sachen zusammen und dann gehen wir. Und die 2 Pfund, die stecken Sie wieder rein, die brauche ich nicht. Da kämen wir viel sicherer ans Ziel. Hallo, Kurzschluss. Was ist los? Leitungsdefekt? Wie hoch hängst du? Ja, 120 Meter über dem Tal. Die Station telefoniert Leitungsdefekt. Dauert mindestens 6 Stunden. Damit haben wir gerechnet. Sehen Sie, da müssen wir jetzt aufspielen. Das ist ja hundsgemeine Spalten. Hier, nehmen Sie das Seil. Sichern Sie mich. Meine Puderdose runtergefallen. Sei froh, dass du nicht selber aufgeflogen bist, du Rüschel. Wie? Wie bitte? Nix. Gehen wir weiter. Kommen Sie gerade ausgerechnet mit den Ohren zu der Frau. Weil Sie hier nicht so grob werden können wie unten. Ideen habt ihr Zweifelheit manches Mal. Übrigens, ihr müsst ganz anders aufschauen wie die Ferengen. Thank you.
Jetzt haben wir es geschafft. Danke Ihnen, dass Sie mich hier heraufgeführt haben. Schon recht. Setzen Sie nieder. Danke. Möchtest du die Wurst? Nein, danke schön. Ich möchte nur schauen. Ja, schauen wir halt. Hier ist da drüben ein Stinchen Horn. Jetzt trink ja mal ein. Sie können also auch liebenswürdig gegen Damen sein. Wenn mir eine besonders gut gefällt, warum denn nicht? Ein Stück Wurst, hä? Nein, nicht? Danke schön. Müssen wir noch agieren, hä? Was haben Sie da gemacht? Buch ist mir aus der Hand. Sie liegen. Den hohen Bogen aufgeschmissen haben Sie es. So was tut man doch nicht. Ist das verrückt geworden? Vielleicht. Kennen wir überhaupt nicht mehr raus, was mit Ihnen los ist. Aber was mit Ihnen los ist, das weiß ich jetzt. Wir gehen jetzt. Sterben. Erfrieren. Der ist schon erfroren. Ach so, er schläft. Sie, hallo. Sie haben Skandal an, hier 5 Stunden in der Luft hängen zu lassen. Jack. Milady. Kommen Sie doch näher. Ja. Wärmen Sie mich ein bisschen, Jack. Ja, noch näher. Oh. Legen Sie Ihren Arm um mich, Jack. Aber Milady, ich bin doch schließlich auch nur ein Mann. Eben darum. Das wärmt so schön. Milady! Milady! Wir sind gerettet! Wir fahren! Ja! Ja! Jetzt! Ach, Sie! Zurück ins Tal! Ja, Jack! Ach, herrlich! Thank you.
Sie mich langsam hinablassen! Da unten ist eine Schneebrücke! Vielleicht hält die! Toni! Toni, ich kann mich nicht mehr halten! Stürze! Hallo! Halt nur einen Augenblick! Gut, Fräulein, ist dir was passiert? Er ist beide gestürzt. Er antwortet nicht mehr. Wer? Toni Alevanta. Kein Luther Alevanta. Ruf mal vielleicht die Antwort. Toni! Alevanta! Hallo! Danke. Beruhigen Sie sich, Fräulein. Vor Einbruch der Nacht sind wir schon wieder hier. Wir wollen hier schon raus.
Sie hab so lange warten lassen. Was ist nicht schnell ergangen? Toni. Ich hab ihn da. Die Dosen gebracht. Und ich hatte solche Angst. Ich glaubte, du seist tot. Na, na. Alles gut gegangen. Nur nicht weinen. Nicht? Ich muss gleich wieder auf. Wie geht's dir denn? Du bleibst bei mir, ich fürchte mich so. Aber die Leute suchen uns am Bett schon draußen, du musst gehen. Dann komm ich mit. Nein, 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 du bleibst jetzt brav da und tust rasten und schlafen auf den Schritten hin. Komm bald wieder. Ja, ich bin gleich wieder da. Wo kommst denn du her, Toni? Von da hinten. Das Mädel ist oben und schlaft, ist nichts geschehen, ist alles gut gegangen. Hast du Glück gehabt, Toni? Ja, wieder. Ja, und die Dank ging schön, dass ihr gekommen seid, allerseits. Gute Nacht, Toni. Gute Nacht, Toni. Gute Nacht, bitte schauen. Gute Nacht. Grüß dich. Gute Nacht. Thank you.
du heute schon zum zweiten Mal abgestürzt? Ja. Ich meine, ich muss Bergsteigen aufgeben. Ha? Zünsten, was? Wir haben überhaupt nicht mehr ins Tal, wie wir sind. So bleiben wir doch hier. Und die Leute unten? Nein, das geht nicht. Warum ich da nicht? Na, wenn du meinst, dann bleiben wir halt, nicht? Toni, Konstanz kommt. Wer? Konstanz Herrington. Die Herrington. Morgen, meine Liebe. Morgen. Morgen. So, Mr. Annewander, seit 2 Tagen suche ich Sie. Bedauere, alpiner Rettungsdienst. Ach ja, richtig. Die arme Verirrte. Na, was denn wenigstens nett mit deinem Lebensretter? Siehst ja sehr glücklich aus. Ihre Post, Milady, von Lord Baxter. Ist mein Bruder gekommen? Jawohl, gestern Abend. Der wird sich freuen, dich in so guter Gesellschaft zu finden. Na, lies mal jetzt deine Post durch. Komm, Dorothy, wir fahren ab. Einen Augenblick noch. Wenn du dann dein Liebesbriefchen gelesen hast, dann sieh dir das hier einmal an. Es ist nämlich bis auf den I-Punkt dasselbe. Und 3 Dutzend anderen Damen hat dieser Lump genau denselben Brief geschrieben. Hier, lesen Sie. Thank you.
Woche die ganze Hütte nicht verschüttet. Alle sind hin. Heil und dran, die Wand. Du da und du da. Sein heraus und leben. Oh. Ja, ja, alles gerettet. Was? Der arme Wanter lebt noch? Ja, der lebt noch. Dann weiß ich, was wir zu tun haben. Ja, abrechnen. Dieser saubere Herr. Oh, 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 der Gentleman. Jetzt, wo er noch lebt, braucht uns ja nicht mehr leid zu tun. Kommen Sie ruhig mal. Was ist mit meiner Schwester? Alles gerettet, Milord. Ich will wissen, wo meine Schwester Lady Baxter ist. Die. Oh, oh Gott sei Dank, dass du da bist. Und bitte bring mich fort von hier. Natürlich, wir reisen ab. So schnell wie möglich wirst man dann alles erzählen. Hm? Sieh, Hinrichs. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Mädels haben was vor mit dem Arne Wanter. Ja, 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 ja. Ja, ich weiß, ihr wart sogar von einer Lawine verschüttet. Ja, das wäre ja nicht das Schlimmste. Denkt ihr, ich habe zum ersten Mal einen Mann gefunden, der mir gefällt. Ausgerechnet, der ist ein Lump. Es ist ganz klar, dass hier versuchter Heiratsschwindel vorliegt. Von mir hat er auch Geld verlangt. Und diese Amerikanerin, dieser Wemp, die hat ihm 5.000 Dollar gegeben. Diese dumme Gans. Von mir hat er wenigstens nur 20 bekommen für die Bockwahn. Da kann ich nur ganz beruhigt sein. Ich habe hier genügend Beweismaterial, um diesen Herren das Handwerk zu legen. Und ich? Sie schweigen. Bitte. Ja, ja. Der Skilehrer Annewand, der möchte den Herrn Amtsrichter sprechen. Vorführen! Der traut sich überhaupt noch hierher! Aber Ruhe, meine Damen, aber Ruhe, bitte! Ruhe, bitte, meine Damen! Morgen, meine Herrschaften. Morgen, die Damen. Oh, so macht der Lachen! Ich will kriegen, der Traum, ich will nicht mehr! Auf wie, Madame, Sie wo fliehen! Oh, mein Gott, ich will aber auch Herr Adewatter! Was denn? Ich habe Sie vorgeladen, um Sie zu fragen. Kennen Sie diesen Brief? Natürlich kenne ich den. Das ist dasselbe, den die Damen alle haben. Sie sind nicht vorgeladen, Fräulein Annewanter. Aber Herr Amtsrichter, ich werde doch noch meinem Bruder vor die Spinnerten beibringen. Das mache ich mir schon selber. Ich habe bereits eine Ahnung, wer den Brief geschrieben haben kann. Da haben Sie sich allerdings sauber hineinlegen lassen, meine Damen. Auf Wiederschauen. Sie bleiben! Halt, Moment! Ich geh bloß und bring Ihnen den Verbrecher her, Herr Amtsrichter. Was schon am Rekommando? Der Pirdinger, der Spitzbuhr, der... Ja, ja, Mann, was sei still, Rebi. Da hab ich dich ja, du Lump. Ruhe, 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 Ruhe. Wir sind gerade heute zu Hause, ein Stamm. Das ist Schiko, sag ich mir nach. Schau, was ich mit meinem klaren Prospekt alles erreicht hab. Deine Bobbahn ist gesichert, hier ein Schick über 5.000 Dollar. Toni! Was schon denn? Da ist es, Toni! Toni, du hast den Brief von der Lady Baxter. Könnte da ist weg von. Wer? Sie ist weg von der Lady Baxter, jetzt mit dem Express. Hör gut, sag doch mal, was du tust. Du, Toni! Was, ich weiß schon. Wie ist was passiert? Ich weiß schon, die dort ist mit dem Express davon gefahren. Ich laufe jetzt über die Passant, vielleicht hole ich den Zug noch ein. Nicht? Nein, nein, ganz was anderes. Der Amtsrichter will ich verhaften lassen. Wegen Heiratsschwindel. Na was, der soll schauen, wie er mich kriegt. Boris, red zu, Toni. Wo läuft der andere Wand dahin? Den Express läuft er noch wegen seiner Engländerin. Wo? Ja. Das andere Gericht, der Polizist. Ich verstehe gar nicht, ich verstehe nicht. Hallo, ja? Herr Amtsrichter, denken Sie sich, der Heiratsschwindler ist geflüchtet? Geflüchtet? Geflüchtet, ja. Was für ich? Unser Skilehrer ist ausgerissen, da denken Sie sich das bloß. Nur Ruhe, Kinder, wir kriegen ihn schon. Also müssen wir sofort 20 von unseren besten Skiläufern und die Feuerwehr zur Verfügung stellen für eine Razzia über die Passen. Vorwärts, vorwärts!
Herr Bahnrad, hören Sie mal, so fort im Engadin Express nach. Nicht so traurig sein. Aus diesem Abenteuer wäre sowieso nie etwas Vernünftiges geworden. Warum nicht? Da glaubst du denn, dass ich jemals erlaubt hätte, diesen Skilehrer zu heiraten? Glaubst du denn, dass ich dich jemals um deine Erlaubnis gefragt hätte?
schnell, schnell! Oh! Ich lass den Zug abhalten. Ja, schnell! Ich werd verrückt, jetzt kneift er uns aus, Feigling! Sag zuerst, dass du mich gern hast. Zuerst musst du mir sagen, dass du mich liebst. Ah, und sag mal, ich bin ja nicht doch noch um Liebeserklärung zu machen. Liebe, nein! Komm, sag mal, die Notbremse durch die Hände, sie klettern wie hängen im Zwald und weiblich hier. Strafe für die Notbremse? Zahle ich auch, zahle ich alles. Na, dann können wir ja beruhigt weiterfahren. Das zahle ich auch. Ich meine, ja, das können wir. Jetzt sag mal, Dorothy, warum rennst du denn davon, ohne dich jetzt Gott zu sagen?